da kann man ruhig mal kurz über Game One reden, ja, weil das ist so oft, dass man so man will sich's aufheben, so den Spaß auch, ja, für dieses eine Mal, wenn die Kamera läuft und man sagt, okay, jetzt machen wir den Quatsch. Und dann machst du den Quatsch und findest ihn eigentlich voll gut. Und dann ist aber irgendwas gewesen. Die Kamera war in die falsche Richtung oder der Ton war gar nicht da. Die Blume im Bild hatte... manchmal war auch gar nicht Drehtag und es war gar kein Kamerateam anwesend. Aber man war trotzdem der Meinung, das hätte jetzt eigentlich jemand aufnehmen müssen. Und jetzt, dieser Moment kommt nie wieder. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr seid zufrieden und dann kommt quasi, ah nee, da ist was durchs Bild, Kamera hat gewackelt, nochmal. Und dann musst du dasselbe nochmal machen. Das ist nahezu nicht möglich, wenn man nicht Schauspieler ist. Dasselbe exakt so nochmal abzuliefern, weil es fühlt sich dann immer gebraucht und schal an. Ja, aber es ist ein gebrauchter Moment. Es ist ein, ja, das ist recht. Das ist recht. Es ist, ne, jeder Moment ist eine Einzigartigkeit. Aber gut, nach der Regel wäre ja auch das zweite Mal wäre ja auch wieder einzigartig. Ja, aber eben nicht das Gleiche. Nicht das, dasselbe. Ja, nach dasselbe, nee, das Gleiche. Das Gleiche ist auch nicht dasselbe, sondern dasselbe ist das Gleiche. Halt. Und das Gleiche ist halt das Gleiche. Mach das doch. Ich verstehe, wie du die Zeit hier rumkriegst. Ich krieg die Zeit einfach nur Scheiße. Ich hoffe auch, das knackt nicht. Michael, kannst du mir eingefallen tun, nur mal den Sound checken, weil wenn wir wieder laut reden und wenn wir bald aufeinandertreffen, dann neigen wir dazu, lauter zu werden. Lass mich den Sound mal angucken. Alles gut. Der Sound ist gut. Alles gut. Kannst du Sound sehen? Wie so schlecht. Ja. Das ist meine Antwort. Ja, natürlich, jeder kann Sound sehen, du nicht. Nein! Ich kann Gerüche sehen. Jetzt muss ich kurz mal. Es tut mir wirklich leid, ich weiß, eigentlich mag niemand Leute, die im Fernsehen dann auch noch im Fernsehen. Im Internet essen oder trinken oder so. Aber ich habe so einen Fraß und den ganzen Tag esse ich nur. Ich habe auch noch gar nichts gegessen. Was ich so in die Finger kriege, bestenfalls was Gesundes. Du hast noch, willst du eine Banane gleich noch? Ich muss erst mal gucken, wie viel dieser Becher. Ist so eine Fächer, du guckst nicht wirklich jetzt alle auf diese. Allem, du hast mich noch nicht einkaufen sehen. Ey. Ja, das ist der Grund, warum du so abgenommen so hast, ein. Ne? So, nee. Das ist ja und dann siehst du ein Brot und merkst, jede Brotscheibe hat 120 Kalorien. Und denkst du, okay, das ist. Nicht cool, deswegen gibt's Brot irgendwo anders. Guten Tag, Küsel ist am Start, lustig. Nein, Küsel. Guten Tag, hallo. Du willst, ihr habt den festen Termin, oder? Kommen nee, die Leute gar nicht. Mittlerweile einfach nur noch rein. Die kommen einfach nur rein, aber es sind, also ne, es können ruhig mehr Leute kommen. Aber es waren lustige Leute da. Ihr seid auch wichtig, aber wir reden gerade über die Nährstofftabelle von diesem wichtigen und von Kalorien von Brot. Das ist wichtiger als ja, ihr lieben Zuschauer, gerade, zwei sehr, sehr nette Kollegen am Start. Fett. Komm gleich. 6 Gramm Fett ist viel zu viel. 30 Gramm Zucker. Kann ich gleich wieder zurückstellen? Also ich hab Hunger. Ich habe mindestens 6 Kilo Fett. Oh, ich stelle dich. Es war so klar. Hat der Simon extra lustig Backstage, ihr seid mittendrin. Und ist mir das Mikro runtergefallen. Kannst du es vielleicht nochmal machen? Der Moment war nicht so cool. Ja, das mach ich. Kommt gerade rein. Küsel, komm kurz rein. Wenn du Lust hast. Nur wenn du Lust hast. Hier, setz dich. Hallo, Herr Küsel. Cool. Na, Mann, guten Tag. Hallo, Anne. Grüßchen. Dann müssen wir die Kamera bitte auf die Vierer stellen. Oh, geil, Michael, danke schön. Das ist nett. Das ist gut. Ah, da ist das Mikro. Oh Mann, geht noch. Mit Anstecken, Mikro nicht. Ja, wir waren mitten in einer Sache. Ja, Joghurt habe ich gesehen. Bitte schön. Ja, Joghurt, darf ich kurz noch mal was zu dem Joghurt sagen? Ich habe extra noch vorher die Bitte geäußert, dass wir hier richtig viel Obst haben. Haben wir ja, okay. Aber dass wir auch gesunden Kram haben. Hier ist drei Bananen. Drei Bananen liegen neben 200. Kannst du das mal kurz zeigen? Kannst du einmal die Kamera nur nach rechts schwenken? Und im Kühlschrank ist nur fettige Cola und fettige Bauerjoghurt. Ah, da seid ihr also ein bisschen besser versorgt jetzt, als der Rest, der auf der Gamescom rumläuft. Naja, aber das war genauso teuer. Also die Banane kostet 18 Euro. Du fällst aber vor allem noch, wenn du den ganzen Tag nur Zucker isst, du fällst auch in so ein Loch irgendwann. Du bist einfach irgendwann, fühlst du dich. Also jetzt gar nicht, wenn man abnehmen will, also einfach nur, du fühlst dich. Geht euch nicht so, gebt euch das Power. Mir gibt Zucker erst Power und dann. Also den Zucker, den ich heute gegessen habe, getrunken. Wir haben beide Energy Drinks halt. Ja, ja. So richtig Energy Drinks. Bevor du weiterredest, funktioniert das Mikrofon, Michael? Hallo? Hört man? Test. Ja, ich habe vorhin nämlich auszusehen, das Mikrofon zu leise gehabt. Also danke nochmal übrigens für euer Feedback. Ihr müsst uns auch bitte über Twitter @mtvgameone und @therocketbeans und in den Comments immer wieder Feedback geben, ob was technisch nicht funktioniert. Das haben die Leute gestern gemacht. Aber ich war so vertieft in die Gespräche, dass ich es nicht kontrolliert habe. Und am Ende war so, es leckt alles. Zum Glück haben wir alles aufgenommen. Ja, das wird es also nochmal geben. Also die Leute, die es verpasst haben, können es nachholen. Ja? Fabian hat es auch zum Weinen gebracht. Fabian hat geweint deswegen. Oh nein, Fabian. Ja, aber der PL, der macht das. Gut gemacht, Leute. Ihr habt Fabian zum Weinen gemacht. Absichtlich. Eine Verbesserung für die Zukunft. Ja.
eine Teppichkamera, eine kleine Teppichkamera, dass wir zum Beispiel Tim wie jetzt... Wir hatten uns eine Kamera. Wir es haben ist einfach nur episch. Es ist, episch. Oh, das ist wirklich so lustig. Das ist wirklich so lustig. Ein halber Arsch. Wir haben auch tatsächlich heute so einen kleinen Mini-Konst gemacht. Die Donuts waren gerade hier, Pixelmacher und Alex. Alex, Ingo und Donuts. Kaschke war auch da. Und das war auch sehr lustig. Und der Victor hat zum Beispiel eine 4 gekriegt. Also der ist dann los. Der ist schon elegant an der Kamera vorbei, aber war halt nur eine 4. Er ist ja ein eleganter Mensch, auch, ja, wenn man ihn kennt. Ich würde mal ganz kurz Victor vorschlagen, weil ich weiß, ich bin mir nicht sicher, ob die Leute dich kennen, lieber Paul. Anne kennen sie wahrscheinlich. Ja, ja. Ein Urgestein, gehen wir Urgestein beide. Ja, der liebe Paul Küsel, der Kollege, der war, oh Gott, wann warst du da? 2007, 2008? Genau zum Anfang. Also wie, 2006? War es echt? Ja, wirklich. Wirklich ganz am Anfang? Also, in der ersten Folge war ich nicht dabei, aber ab Folge 2 war ich dabei. Alter Schwede. Ja, also Ende Folge 15 oder so. Also Ende 2006 bis Anfang 2007 war Paul Praktikant bei uns. Wenn ihr das nicht glaubt, ihr könnt, wenn ihr euch die alten Folgen anguckt, Folge 10 einfach mal angucken. Da habe ich Beyond Good and Evil vorgestellt. Ach stimmt, im Ausgegraben. Ausgegraben. Ja, super. Und das ist lange her. Hat es dein Leben so zerstört, wie es unser Leben zerstört hat? Zerstört jetzt gerade. Er ist ja rechtzeitig abgesprungen. Ja, jetzt macht er erfolgreiche Sachen. Tja, verdammt nochmal. Erzähl. Ja, also ich meine, jetzt letzten Endes bin ich dadurch ja überhaupt erst Richtung Fernsehen gekommen. Ich habe ja vorher Radio gemacht. Vorher hast du viel Radio gemacht. Ja. Genau, ja, genau. Das hört man auch an der Stimme. Also, wir können ja ganz kurz sagen. Ich kann mich nicht beschweren, ich fand's super. Wir machen kurz einen Live-Test. Fühlt es sich an wie Radio. Red weiter. Jetzt haben wir kein Bild mehr. Ah, ich verstehe. Ich rede einfach nur so jetzt und schauen. Was sehen wir da? Den Eingang? Ja. Nein, du sollst gerade erstaunlich wenig los. Einsame Seelen der Gamescom, wie sie dahin wandern. Es liegt daran, dass die Gamescom im Grunde für heute fast gelaufen ist, oder? Nein, die sind doch alle in den Hallen, oder nicht? Naja. Auch nicht mehr so. Also es ist überraschenderweise sehr leer geworden in den letzten Stunden. Ja. Ja, ich meine, die Leute gehen ja auch, viele sitzen auch in den Zwischenräumen. Was sind das, Parkplätze oder was das ist? Die Zwischenhallen, ja, wo kein Dach ist. Es ist keine Halle. Draußen, Simon. Aber es ist doch nicht draußen. Es ist ja immer noch auf dem Gelände und Zwischenhallen ist nicht draußen. Am Sonnenlicht. Ja, an der Sonne. Das ist genau. Und ich kann es auch verstehen, weil es ist teilweise wirklich turnhallig. Turnhallig. Also geruchsmäßig. Aber es ist sehr kalt. Also ich bin gespannt, ob ich morgen erkältet bin. Wenn du so von draußen rein und raus rein also und raus. Also wenn du morgen erkältet bist, habe ich ja zum Beispiel gar nichts damit zu tun. Das muss die Halle gewesen sein. Ja, stimmt. Das wollte ich ja nur noch einmal klarstellen. Also ich bitte, du hast dir vorgenommen, jeden hier anzustecken. Ey, ihr müsst mir wirklich glauben, ich habe auf der Messe, das vielleicht auch für diejenigen, die neu im Livestream sind, ich sitze wirklich die ganze Zeit hier. Ich bewege mich in einem Radius von 100 Metern, wenn ich mal Pipi machen muss. Und trinkst die ganze Zeit Kaffee? Das ist Antibiotikasaft. Schaumsaft. Schaumsaft. Und das einzige Mal, ich war am Mittwoch wirklich kurz in Halle 8. Ich bin einmal am Stand, wirklich hast du so. Gemacht in Halle 8? Ich bin bei Rocket vorbeigegangen und habe überlegt, ob die mir einen Rechner irgendwie sponsern können, damit ich hier spielen kann. Aber ich habe niemanden vorgefunden, deswegen bin ich wieder hier reingerannt. Sie auch der Erste, der hingeht. Ey, können Sie mir einen Rechner geben oder so? Ja, ihr braucht die doch nicht alle. Ja. Nee, ich habe mich dann ja auch nicht getraut. Ah nein, ich habe mich nicht getraut. Das macht man das auch nicht. Auch, vorhin habe ich jemanden getroffen, der meinte, ich kenne dich doch, du bist doch. Und ich so, ja, Budi. Er so, ja, genau. Das ist so lustig. Weil einfach, ich meine, er hat sich halt gedacht, naja, er wird seinen Namen schon wissen. Dann, ja, Budi, okay. Die nehmen dir es einfach ab. Vielleicht können wir so ein Insert machen und dann hier Budi und hier Simon hinschreiben. Ja, aber da ist der Gag im Grunde, hast du jetzt schon erklärt. Jemand muss jetzt 10 Minuten dieses Insert machen für den kurzen Gag. Nee, nicht 10 Minuten, oder? So arbeitest du. Hä? Ihr alle arbeitet, ihr Vasallen. Ja, aber nee, deswegen, also hier hinten sind ja auch tausende Leute die ganze Zeit beschäftigt. Ja, die ganze Zeit. Ihr könnt euch nicht vorstellen. Also vielleicht wieder kurz zurück. Paul, du warst Praktikant bei uns. Anne, du warst auch Praktikant bei uns lange Zeit. Ja, und dann lange hast du lange Zeit für uns gearbeitet. Es war alles sehr schön. Und jetzt arbeiten wir zusammen. Total, das ist geil. Das ist echt schon geil. Und das war sozusagen, wie verrückt war das eigentlich für dich, dann wirklich bei uns anzufangen? Weil 2006, alter Schwede, das war alles ganz abgefahren, oder nicht? Es war vor allen Dingen total absurd, weil ich habe halt, also ich weiß gar nicht, jetzt, je jünger die Zuschauer sind, ich weiß gar nicht, ob noch jeder noch Giga kennt. Überraschend viele bei diesen LG-Bühnenshows kommen ja dann immer bei Fototerminen, kommen sie ja immer und so, scheiß danke für Giga Games und so, denkst du, ey, wie alt bist du? Ja, und dann rechnest du zurück und so 13, 14 und es kommt hin. Ja. Aber schon ist beeindruckend, wie viele wirklich damals das gesehen haben. Hätten wir das mal gewusst. Ich habe wir können es gerne heute auch machen, wenn ihr Bock habt, ich habe gestern mal aufgerufen, bitte ehrlich über Twitter und in die Comments mal schreiben, wie alt ihr seid. Und der absolute Großteil war Mitte 20. Das fand ich ganz, also einfach, wie gesagt, nichts gegen Jüngere.
Leute überhaupt nicht. Nein, aber das fand ich, genau, das fand ich halt interessant so. Und wie gesagt, wenn ihr Bock habt, gerne jetzt reinschreiben, ich guck gleich drauf. Aber daher kenne ich vielleicht Giga. Also, ja, genau. Und letzten Endes, also da war dann halt der Punkt, Giga ging ja dann irgendwann so vorbei. Und dann war die Frage, okay, was passiert da Neues? Und da habe ich einfach nur im Giga-Forum gelesen, wie planen, die beiden planen da irgendwie was. Gigaforum. Und dann habe ich recherchiert, wie man das dann so aus Interesse tut und rausgefunden, was das denn wahrscheinlich so ist. Und habe eine Mail geschrieben. An dich hat der Quambusch angeschleppt, oder? Kann das sein? Nee, ich glaube, ich habe dir eine Mail geschrieben. Habe ich das? Ich du kann nicht lesen. Glaube ich, Marc Quambusch, unser damaliger Redaktionsleiter. Genau. Aber wir waren eine Redaktion aus zwei Mann, also Chef auf alles. Redaktionsleiter, ja. Genau. Alter, das war so anstrengend. Ja, ja, aber egal, das war eine Idee. Die waren die Anfangszeiten, die müssen hart sein. Und ich habe eigentlich, ich hab eigentlich nur eine nette Mail geschrieben. Erzähl uns weiter, Budi geht telefonieren. Ah, scheiße. Und verliert. Und macht alles kaputt. Das kannst du aber echt selbst bezahlen. Nein, das, du bezahlst das. Ja, natürlich, deswegen sage ich ja, dass du das. Wir teilen uns ja die Kosten für all die Sachen, die Budi kaputt macht. Okay, ja, dann telefonier doch. Jetzt sitze ich auf den viral verseuchten. Damals war es also einfacher, weil kein Mensch wusste, dass ihr da was geplant habt. Also habe ich einfach nur eine nette Mail geschrieben, weil ich auch nicht wusste, stimmt das jetzt oder sind das nur Gerüchte, das dass ihr das auf MTV eine Games-Sendung plant. Und ja. Habe dann hingeschrieben und dann rief mich tatsächlich der Marc an. Ja. Und tja, ich war zu der Zeit in Hannover bei einem Radiosender unterwegs und dann, ja, komm halt vorbei, Vorstellungsgespräch und ja, kannst im Prinzip sofort anfangen. Ja, sofort ist schön, weil ich muss ja auch erstmal nach Hamburg ziehen. Das hat aber mit leichter Verzögerung geklappt. Ich meine, in Hamburg, der Wohnungsmarkt ist ja gerade für Praktikanten ein Traum. Ja, und der ist nur noch besser geworden in all den Jahren. Hamburg ist mittlerweile ein Paradies für Leute, die fast nichts verdienen. Da ist wirklich, du weißt gar nicht, wo du zuerst hin sollst. Also wenn man unter der Brücke wohnen möchte, dann vielleicht. Unter der Brücke, im Teich, was gibt's denn also noch? Planten und Blumen. Ja, Planten und Blumen ist aber schon... Im Gewächshaus. Ja, im Sommer schön warm. Voll leider. Ja, da musst du schon recht früh, musst du da so ein Handtuch, musst den Platz markieren. Ja. Naja, also auf jeden Fall hat das darüber dann geklappt. Dementsprechend war ja Folge 2 und ich habe Folge 1 dabei. Ich habe den Fallschirmsprung verpasst. Mein Gott, du wärst ja eh nicht mitgekommen. Also wärst weder... Ich hätte zumindest von unten zugucken können. Und ja, das war nicht spannend. Hätte vielleicht mit dem Handy gefilmt, so vielleicht sind es die letzten Sekunden des beliebten Moderations-Duos. Ja, direkt bei Folge 1 einfach gecrashed. Das wäre es gewesen, ja. Aber solche krassen Aktionen fehlen mir ja schon fast. Ja, aber ey, nicht? Weil wir das nur gemacht haben, wir sind die Ultraschisser, wir haben das nur gemacht, weil das so eine Idee war, wo wir irgendwie ein bisschen Aufsehen erregen könnten, ja, theoretisch, so, ey, wir sind jetzt auf MTV, wir machen was Hartes, bläh. Und dann hatten wir aber selbst eigentlich auch schon direkt keinen Bock mehr. Und dann war aber Marc, der von, kam der nicht sogar von RTL so ein bisschen? Also, er kam aus dieser... Race TV war doch auch was. Ja, okay, er hat verschiedene Sachen gemacht. Aber es ist auf jeden Fall jemand, es ist ein journalistisches... Können gelernt. Kann man können lernen? Können gelernt. Ich will nicht sagen, dass er Können hat, aber er hat das alles gelernt. Also, und er wusste halt, okay, wir brauchen das und das und das und hat uns halt geholfen, die Sendung zu machen. Und er fand diese Idee immer super und hat halt direkt bei der ersten Erwähnung davon, man könnte mal das und das machen. Ja, okay, das machen wir. Gekauft. Das, geil, das edgy gekauft. Und er war in dem Moment dann halt auch, und das war wirklich schlimm, weil keiner hatte Bock drauf von uns. Aber dann machst du es halt. Also, ich sagen, ja, verhurt halt. Man verkauft sich. Seele. Hier. Naja, aber macht ja vielleicht auch Spaß, weiß ich nicht. Ich habe bisher noch keinen Fallschirmsprung gemacht. Es macht Spaß. Ich meine, viele machen das ja auch wirklich scheinbar zum Spaß. Aber ich hätte es jetzt auch nicht gebraucht. Also ich muss nicht zwingend, weiß ich nicht, ein paar tausend Meter aus irgendwas rausspringen und mein Glück auf die Probe stellen. Weil ich weiß aus diversen Momenten meines Lebens, dass das Glück mir oft nicht hold ist. Und das will man nicht herausfordern. Es ist ja halt, gut gegangen. Du zeigst dir Gott den Finger und sagst, mir doch egal. Und dann springst du, ja. Und das ist so, weiß nicht. Okay. Ja, hätte sollte man vielleicht nicht machen. Ja. So ähnlich wie, wir waren auch irgendwann mal auf dem Dom unterwegs. Und ich glaube, du hattest eine Helmkamera auf und bist hängen geblieben. Als die, man hat ja so eine Verriegelung, die über den Kopf geht, dann wurde der Helm aufgesetzt mit Helmkamera und Co. Ja. Und als der Dreh fertig, ja, lauf durch. Was, da war ein Schatten? Ein Schatten, was war das? Ein Frame, es war ein halber Frame, glaube ich. Pff, ich bin nicht wild, verdammt. Du brauchst so kleine Rauchwolkenkügelchen. Die brauchst du wirklich langsam. Ich wollte euch nicht stören, also, Entschuldigung. Also Simon hatte dementsprechend den Helm auf, man hat gedreht und dann gehen irgendwann die Bügel wieder hoch
Und Simon samt Helm auch. Ja, hat sich was stranguliert. Wir konnten nicht mal. Sind wir denn gefahren? Wir sind nicht mal richtig gefahren. Ja, womit denn? Was denn? Unser Extreme Battle Nummer 2, was nicht stattfand. Ach Gott, ey, Shame One. Ja, nee, wir sind nicht gefahren. Das ging halt nicht. Nee, genau. Aber wie kam es denn dazu, dass wir erst saßen, den Helm aufhatten Nein, und dann es nochmal aufging? Nee, das Ding ist halt einfach, der Helm, du saßt halt schon drin und dann wurde ja, genau, der Helm diesen, aufgesetzt. Das sind diese Steigbügel. Diese Steigbügel. Und dann ist uns halt aufgefallen, dass wir einfach in diesen Steigbügeln, wir hatten ja wieder das Ding, also Finger. Ran. Und das heißt, wir saßen wirklich so da drin und es ging einfach nicht. Und ja. Uns mega aufgeregt, es war kalt, es war früh und so. Wir haben vorher den ganzen Establisher-Scheiß gedreht. Im Grunde wiederholen wir uns jetzt, wir haben das ja schon mal erwähnt in der Game One-Sendung, aber das ist so dumm, das ist so unprofessionell. Du drehst erst alles, wie du so dir gegenüberstehst. Man könnte auch sagen, dass das alles von langer Hand geplant ist für diesen Moment, dass wir jetzt so... Und jeder, der mal beim Film war, weiß ja, da hat man ja auch 10.000 Durchläufe, bis es dann endlich im Kasten ist. Na, also das ist besonders professionell, wenn es so läuft. Ja, wir haben gerade davon geredet, dass wir es hassen, zweite Takes zu machen. Weil wenn mal einer gut ist, ach Gott, nimm den doch einfach. Ist egal, ob er ein Fahrradfahrer durch das mittelalterliche Dörfchen fährt. So, als Beispiel. Wir hatten übrigens noch eine Menge. Es war wirklich geplant als Reihe, Extreme Battle, so. Wir wollten mehrere Sachen machen. Und wir hatten auch ein paar echt lustige Ideen, die aber leider nie realisierbar waren. Und mein persönlicher Favorit war immer noch Tanzmatten tanzen unter Wasser, in so einer Wasserröhre. Ja, Alter. Stellt euch einfach vor, es ist voll schwer, du bist in so einer Röhre und musst Tanzmatten tanzen. Aber da waren so viele technische Probleme, angefangen bei, die kriegen die Matte. Ja, nee, ja, wie so Ziegelstein einfach runter. Strom ist ein Problem da ist Strom drin, eben. Ja, deswegen, das Strom, man hätte... Hättest du vielleicht von alleine gezuckt. Ja, ich hätte halt quasi so eine Wasserröhre und am Ende der Röhre quasi so eine Folie über diesem ganzen Stromkreiskram und dann kannst du ja trotzdem die Druckpunkte benutzen, aber wir haben es ja auch nie gemacht. Ja, unter Wasser kann ich mich jetzt nur erinnern zu Bioshock 1, den ersten Teil. Da wollten wir unter Wasser... Habt ihr? Ja, ich sage nicht wollte, zu, weil was? Es hat einfach alles nicht funktioniert. Aber wir haben es gemacht. Entschuldigung, das wird nicht so langweilen. Ja, der eine Dreh war ganz cool, wo wir wirklich ins Wasser gesprungen sind. Und welcher Praktikant von uns war das mit der Tauchausrüstung? Das war nicht ein Praktikant, das war Flo. Ah, mit der Tauchausrüstung. Ja, das war jemand, der dann den Green... Wir haben nicht so ein Blut gemacht. Ey, das war das Allerdümmste für Bioshock. Das war das Dümmste der Welt. Also man, eine Tricktechnik, das ist wirklich... Green unter Wasser einfach? Ja, es war halt aber Green, also dann Wasser... Dann spring ich da so rein und am Ende hat es funktioniert. Ja, es sieht okay aus. Es war immerhin viel Aufwand. Geil. Was machen wir heute nicht mehr? Also ich bitte euch, so ein Aufwand, nee. Schön fand lieber ich... Lieber ziehe ich einen lustigen Rock an. Highlight so. Von Booty damals war die Wipeout. Moderation. Ach so, in dem Breakdancer, das war da auch gibt's, im Dom, da gibt's auf GameOne.de gibt's da noch so jenes ist vollkommen im Arsch. Ich lach mich, also da könnte ich mich heute noch, das fällt mir nur gerade ein, wenn ihr das findet, ich lach mich weg, wenn ich mir das anschaue. Einfach weil es so 10.000 Durchgänger ist und am Schluss dich nur wegschmeißt. Ja, ey, das ist einfach, wenn ihr leidet, das freut mich einfach. Dann ist es so, dass, dann kommt was zurück aus meiner Kindheit, dann freut mich das, dann kann ich ihm auch mal was zurückgeben. Ich muss leider, Gregor sitzt übrigens hier, ich muss nämlich kurz aufstehen, das tut mir leid. Aber ich kann jetzt auch gleich schon mal einen neuen Gast irgendwie ankündigen. Ihr könnt einfach weitermachen, wenn das für euch okay ist. Ihr macht weiter. Ihr seid jetzt schon outgesourced. Nein! Ihr seid nicht mehr wichtig. Hallo, ich muss doch, was denn? Wie so schnell geht es hier? Das ist immer dieses, er tut so, als würde er jeden lieben. Ich bin so der Herr, komm, dann bin ich ja so gemein. Ihr seid Moderationsmaterial. Ihr werdet jetzt wegmoderiert. Ja. Das ist so gemein. Werde ich jetzt schon aus dem Bild geholt. Quick. Tatsächlich. Ja. Jetzt versuch mal Simon aus. Ist das gemein? Und jetzt? Ja, jetzt ich erkläre nur ganz kurz, wer gleich kommt. Also auch, ihr habt echt noch, wir haben noch eine halbe Stunde Zeit, ich muss ihn nur abholen, das ist das Ding. Also, ich muss ihn abholen. Ich will nicht, ich möchte ungern im Livestream sagen, wie man uns findet, weil die Türen offen sind. Ja, aber du musst es ja, soll ja keiner die sind ja zu Hause. Also wir sind tatsächlich auf der Gamescom, so viel kann man schon mal sagen. Ja, wir können aber kurz auch nochmal den. Schick doch jemanden. Wie lass mal schön das ein Lakaien machen. Nein, du wieder, weißt du, immer so auf nett machen. Ist kein Fakti da, der den abholen kann. Genau, weil ich bekannt dafür bin, dass ich immer einen auf nett mache. Das ist mein unique selling point. Die Zeit muss sein, Simon ist gar nicht so böse. Wie nein. Das ist alles. Ich bin vor der Kamera nett, aber im Hintergrund böse und bei ihm ist es andersrum. Ja. Nein, Budi, du bist tatsächlich immer nett. Lass mich mal kurz ausreden. Mann. Mann.
Es gab viel Feedback, da könnt ihr gleich einmal checken. Also at MTV Game One und at The Rocket Beans, da haben die Leute auch wieder geschrieben, wie alt sie sind. Und ihr könnt auch jederzeit Fragen stellen, auf jeden Fall. Im Blog können wir auch nochmal gucken. Sehr viele Comments, das ist cool. Also wenn ihr gleich Bock drauf habt. Und jetzt hole ich gleich Joyce ab. Die neuen Joyce-Jungs. Hier, der neue Sender, genau. Und ich weiß nicht, ob der Geschäftsführer auch mit vor die Kamera kommt. Wäre lustig. Ja. Aber die kommen jetzt gleich hier hin und dann mal gucken. Also die wollen eigentlich ein Interview mit uns machen. Aber wisst ihr, wir drehen das Spiel um. Ja, ja, ne? So machen wir das. Total verrückt. Das ist eine gute Idee. Die hole ich jetzt ab. Ist der Moderatoren, der heißt Martin. Das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Das ist ein Kumpel von mir. Das wäre ein sehr lustiger Zufall. Das weiß ich nicht. Ich gehe jetzt da gleich runter und dann mal gucken. Also das ist so. Da bleibe ich mal so lange. Und dann, wer heute auch noch kommt irgendwie. Also du musst übrigens, du musst ja um 17 Uhr wieder auf die Bühne. Ja, also, ich muss also eigentlich bald wieder 16 Uhr, weg. Alter. Es ist schon 10 vor 10 vor 4 ist es. Dann geht's ja noch. Also hast du noch 10, 15 Minuten hier gerade? Oder? Ja. Genau. Ich würde schon gerne irgendwann noch mal was essen, aber ja. Gut, ich bin nämlich gleich wieder. Ansonsten, Gregor, hast du Bock irgendwie Livestream oder bist du auch kaputt? Ja, solange ich dabei sitzen kann, ist alles gut. Nein, du musst stehen. Gregor muss stehen. Er kann sich hier so drapieren, so vielleicht. Okay. Also, liebe Leute, und für alle, die vielleicht jetzt auch erst nicht oder so in der kürzesten Zeit eingeschaltet haben, ihr seid hier bei Live at Gamescom. Das ist wirklich ein komplett spontaner Livestream. So, Simon ist da, Paul Küsel ist da, liebe Anne ist da, im Hintergrund ist Mr. X, der die Fäden zieht, zumindest jetzt, ich saß auch wieder heute so ganz alleine hier, das fühlt sich dann so komisch an, das ist wie Truman Show und Big Brother, nur in ganz schlecht, also ne, nicht ja, Hollywood. Ja, dass du es halt weißt. Und Gregor ist da, genau, und wir machen hier einfach Action, es kommen wahllos Leute rein, heute haben sich noch angekündigt, der Slick Rick, Felix Rick, Chris Gürn will noch vorbeikommen. Das ist schön. Nehmen alles brav auf. Der kommt ja eh schon ständig vorbei hier. Ja, kann laut sich mal von Kamera Joyce ist angeblich versucht noch Sebastian Johansen vergeblich Jessica Nigri zu kriegen. Also es ist fast schon wieder lustig, weil er seit zwei Tagen so, soll ich Jessica Nigri klar machen? Aber auch für die Sendung? Ja, hierhin. Ach so, für TV. Ja, ja, es gibt ein Interview mit ihr. Von Gregor, den du nicht verstanden hast. Ob er sie auch... Ach, egal. Klar machen. Ah, klar machen. Von wegen Sex. Verkehr. Von wegen dieses... Ja, richtig? Ich verstehe. So, Gregor, dann erzähl du doch mehr, wenn du es besser weißt. Und ihr Lieben... Schreibt in die Comments, wenn ihr Bock habt natürlich, oder eben an die Twitter-Accounts at MTVGameOne und at TheRocketBeans. Hast du auf deinem Handy diese Dinger, ne, oder? Ich hab mein Handy hier. Hast du nicht hier? Ja, das ich bin baue völlig ich unvorbereitet, jetzt. Ich komme direkt von LG Alter, zu LG. Manu Spiel kommt auch gleich, es sind wieder viel du zu hast Leute. Viele Leute. Das ist ein typisches Budiman-Problem. Ja, was früher denn? In der WG, du und dein Bruder, die wollten dann immer, da war was geplant für den Nachmittag und die haben sich noch fünf andere Aktivitäten ausgedacht. Ja, Halo ist eben nicht jedermanns Sache. Da war keiner davon Halo. Da hast du recht. Und das Tolle ist, dass die gar nicht gemerkt haben, dass ich all diese Sachen so ins Schwimmbad, dann gehen wir reiten und dann gehen wir Ballon fahren und gleichzeitig fahren wir mit dem Auto bis nach München. Dann gehen wir reiten. Und das alles gleich. Nein, es waren jetzt alles nur fiktive Sachen, aber es war schon so. Und dann machen wir Slacklining und. Slacklining. das habe ich auch von. Wann habe ich das zum ersten Mal gesehen? Diesen, vor zwei Jahren. Mit langen, wo man so aerobic-mäßig. Domina. Peitschen. Ganz genau, ganz Simon. Genau. Ganz genau, richtig. So nennt man das, ja. Ja, welche Line? Du machst so Cowboy. Kennst du das nicht? Dass man irgendwie so komische Figuren macht und... Ah, du meinst so ein Stab, gell, mit so einem... Ich glaube, das ist Olympia rhythmische ist. Sportgymnastik. Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, warum du, was auch Will Ferrell so in Oldschool macht. Zum Beispiel, ja. Wo am Ende so diese wunderbare... Oh, es ist mehr als ein Saum von Gregor und Bill. Hallo, Gregor. Wie schön. Das Game One Praktikanten Reunion. Ja, ja, quasi. Quasi. Ja, alles Ex-Praktikanten. Alles Ex-Praktikanten. Ihr habt alle noch was erreicht nach eurem Praktikantenleben bei Game One. Ja, wir sind jetzt auch noch glücklich. Ja. Noch. Wir sind noch glücklich. Noch glücklich. Wir haben noch ein paar Tage übrig, bevor es aufgebraucht ist. Dann. Ja. Erzähl doch mal, ihr macht, also wirklich für die Leute, die auch wissen wollen, kann man wirklich nach Game One jetzt ohne Witz auch irgendwie da darauf aufbauen? Wobei du ja vorher schon Radio gemacht hast so und du hast ein... ich habe studiert. Genau, du hast studiert. also auch endlich mal ja, jemand. Meistens ja. Ja, sollte ja, man. Also jeder von euch hat so auch noch klug. Neben Game One wirklich was drauf. Ja? Und was macht ihr denn jetzt gerade und könnt ihr das empfehlen? Der Paul kann das sehr gut erklären. Ich bin ja immer so schlecht im Erklären, denn deswegen erklärt der Paul jetzt es. Das hast du aber gut erklärt, dass er das jetzt erklärt. Ja, ach, super. Das kriege ich noch hin. Ja, endlich. Also wir haben uns überlegt, wo geht's denn so fernsehmäßig weiter? Und das ist halt in den meisten Fällen online. Ja, das also, können die Kollegen von Joyce wahrscheinlich auch noch mal genauer sagen. Und fernsehmäßig, und so, ja, das kennst du ja auch ja, von früher. Ich schon mal gehört, ja. Und deswegen haben wir uns gesagt, wir machen neben
Fernsehen und Imagefilmen fangen wir dann auch mal an, das, was uns Spaß macht, einfach online zu machen. Ja. Und haben dafür ein Netzwerk gegründet, wo wir dann eben sowohl über Games als auch über Kino, als auch über Liebe, Sex und Zärtlichkeit. Und Seite 26 in der Bravo. Ganz genau. Und Random Shit. Das ist immer die, ja, wirklich. Wir lesen auch aus der Bravo. Oh, ich weiß nicht, die Seite, die so verklebt war. Bravo vor. So 24 die Seite, 28. die irgendwie nicht mehr aufging. Genau. Und ja, letzten Endes, was passt da besser zu, wenn sowas erzählt, als halt zu sagen, what the fuck? Und Kurzform davon ist da fuck. Ja. Und wenn da fuck, D-A-F-U-Q, bei YouTube sucht, dann findet man auch unsere Kanäle. Ich weiß gar nicht, ich sehe ja so einen Aufkleber von uns rumfliegen. Ja, wir haben das ja vorher auch schon. Das Ganze habe ich nämlich schon am Mittwoch erzählt, als ich bei Rudi hier war. Bevor. Kann man das lesen? So, ja, komm. Spätestens jetzt. Jetzt, kann ja. Genau. Da findet ihr auch die Anne wieder, weil die kümmert sich in erster Linie um Videospiele und um Kino. Weil davon hat sie die meiste Ahnung. Ja. Ich bin da ab und zu für Musik zuständig. Da haben wir dann so Newcomer bei uns nicht zu Gast, die dann live auftreten. Entschuldige, aber Simon, ich habe den Blick gleich erkannt, der wollte das Ding mir direkt auf die Glatze. Ja, ich habe nach der besten Werbemöglichkeit. Kann man mir nicht. Komm, bitte, solange ich hier bin, dann. eigentlich war es nämlich seine Idee und er will. Ja, aber warum nicht? Aber dann auch so cool, so edgy, weißt du, bam, einfach so schief. Oder weißt du, wie so, bam. Da, ich dachte, so kann man es nicht lesen. Ich dachte mehr wie so ein cooler Scheitel, ein bisschen so seitlich. Ja, ja, genau. Nee, es hält schön. Euer. Ja, es muss, ist leider nicht frisurgeeignet. Ich bin nicht frisurgeeignet, es muss auf der Stirn sein, glaube ich. Ja. Ja, aber jetzt bist du wirklich auf der Werbefläche. Immerhin habe ich so irgendwas gebracht. Mama, du darfst stolz auf mich sein. Und Mama war stolz. Ja. Na gut, du warst ja aber erzählt. Die Augenbrauen sind nachher noch dran. So gut ist der Kleber nicht. Ja. Ist nur sehr giftig. Also wird dir wahrscheinlich die Augenbrauen eher wegätzen. Ja. Ja, erzähl, genau. Das ist sehr günstig produziert, alles frisch aus China. Ja, unsere auch. Ja, ja. Ich hab sogar extra. Ich hätte es gerne noch giftiger, habe ich dir gesagt. Ich will, dass Menschen sterben. Ja, nein, ich will, dass es den Lack wegätzt, da wo man es hinklebt. Man soll spüren, dass es von Kinderhand gemacht ist. Ja. Das ist schlimmer an Live. Man kann es sich jetzt, tut's weh. Man kann es nicht mehr zurücknehmen. Ja. So. Naja, passiert ist passiert. Ja, ja, also gut, wir sind halt noch sehr neu. Das heißt, also ich kann jetzt nicht mit Zahlen protzen, leider. Aber dafür kommt man ja auch so vorbei und redet dann drüber. Damit ganz viele andere Leute das sich angucken und in die Comments schreiben, dass das totaler Scheiß ist, den wir da produzieren. Ja, die gibt's ja immer. Also ist ja. Aber ich finde, wir haben noch zu wenig Hater. Sind teilweise wirklich nur Likes unter den Videos. Ihr hättet ja noch ein paar mehr Hater, ja. Hater mal. Och, wir können da sicher ein Hater-Austausch-Programm machen. Ja, so. So, so wie Frauentausch halt, Hater-Tausch. So, wir kriegen mal eure und die hassen dann ein bisschen uns. Das ist doch schön. Ist ja auch man kriegt immer dieselben Beleidigungen. Man will dieselben Leute Hass und Wut verteilen auf der Welt. Ja. Wir haben mehr Hass. Es gibt zu wenig Hass. Es gibt zu wenig Hass auf der Welt, ja. Speziell in Sachen Videospielen. Ey, das war. Also ist es wirklich so, dass die Leute euch gut aufnehmen, dass da nicht irgendwie bei jedem kleinen Scheiß direkt wieder Kram kommt? Also es ist erstmal so, dass gar nicht so viele Leute das überhaupt gucken. Okay, also erstmal die Leute und dann später die Leute. Aber die es gucken, die nehmen es eigentlich bis jetzt ganz gut auf. Okay, muss man wirklich sagen. Also geht einfach mal auf YouTube auf D-A-F-U-K. Q-U-Q, ja, Entschuldigung. Da fuck. Da möchte ich aber was zu sagen, weil das ist tatsächlich vielleicht nicht der beste Name, weil ich hätte ihn jetzt auch D-A-F-A-K geschrieben. Einfach nur aus so einem da fuck. Aus der Laune so heraus. Ja, also mit dem Q hätte ich jetzt gar nicht gerechnet, muss ich sagen. Ist vielleicht auch schwer, das zu finden. Weil, sag doch mal Bescheid, ob ihr das anders schreiben würdet. Also wir haben halt geschaut, wie das, also das ist selbstverständlich sehr amerikanisch, ne? Also ja, es ist ja vor allem auch so, ja, wie nennt man es halt, ist umgangssprachlich. Man sagt es einfach und so wie man es hört, gibt man es im Grunde ein. Ja, weil es ja, also wir können uns auch da Fug nennen. Vielleicht macht es das leichter. Ja, beziehungsweise Christoph, der kommt aus dem östlichen Teil der Republik und ist deswegen dann nicht so englischaffin. Und der hat uns anfangs, als wir angefangen haben, hat er immer der Fug gesagt. Und der Fug. Der Fug. Ja. Der Fug. Ja, wenn ich es den Leuten so sage. Es ist, wir wollen unbedingt schon lange eine App machen, eine Nerd-App, die sollte heißen, wer wird Millionerd? Mhm. Und dann hat unser Anwalt gesagt, wenn du den Namen von dem einen Raum, von einem Partyraum, von der einen Ecke zur anderen rufen kannst und er könnte missverstanden werden, dann darfst du es nicht machen. Also wenn du rufst, wer wird Millionär? Und wer wird Millionär? Dann ist es ein No-Go.
Und bei gut, das Problem haben wir nicht. Ja, ich meine aber halt nur, am anderen Ende des Raumes fragt sich jemand, was grölt der da rum für einen sinnlosen Scheiß? Ja, aber was ich... Ja, ich jetzt gerade, oder? Ja. Nein, was ich sagen will, worauf ich hinaus will, ist, dass ihr einen Namen braucht, der auf dem Flohmarkt, auf dem Schulhof gesagt werden kann und jeder versteht ihn und weiß, wie er es eingibt. Oder wir müssen mehr Aufkleber verteilen. Ja, oder mehr Gregors. Gregors komplett zu plakatieren. Es gibt ja hier noch, ich kann ein bisschen verteilen. Also Oberkopf hier oben ist ein bisschen günstiger, aber die Backen kriegt ihr zwei zum Preis von einer. Vielleicht schenken wir dir auch einfach so T-Shirts und sowas, wo das draufsteht. Wir kleiden dich neu ein. Was hältst du dafür? Styling Gregor. Was hältst du dafür? Gregor-Styling, großartig. Styling Gregor, das ist gut. Ja, ich glaube, ihr solltet einfach den Namen ändern. Ach komm, da ist doch noch, ist doch kaum Geld. Wir nennen den Sender einfach Simon. Ja, das kann man sich merken. Weiß, könnte jetzt jeder buchstabieren. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Simon kann man sich leicht merken. Und das kann man auch quer über den Saal rufen. Oder wenn man es über den Schulhof ruft, dann fühlen sich zumindest einige auch angesprochen. Wenn du es quer durch den Raum, kommt auf der anderen Seite Budi an. Simon, hey Budi. Ja, auch geil, Budi und der andere, ist auch sehr gut. Ja, der andere. Wie meine Mutter euch beide damals gesagt hat, also du Simon und dich Budi, sind Butni und der Blonde. Butni und der Blonde. Also auf Griechisch dann, ja. Das ist aber zu Butni blond. Und der Blonde. Das erfahre ich ja alles jetzt. Warum auch nicht? Warum auch nicht? Ja, aber ich hoffe wirklich, dass jetzt die Leute, die es jetzt sich lesen können anschauen. Und sich das nicht aus dem Kopf hinschreiben, das an der Sache da auf die ist, Seite kommen. Wie zu erwarten war, ist natürlich auch der Game Channel der stärkste. Also schaut euch bitte auch die anderen Kanäle vielleicht mal an. Ja. Man könnte sich aber, wenn man sich für Games interessiert, auch für Kino interessieren oder für Musik. Ja, für YouTube Sex. Ist ein schwieriges Sex. Feld, so glaube ich. Für Sex, ja, haben wir eigentlich alles gesagt mit dem Onus. Ja. Ich finde, das ist sogar zu viel. Sogar zu viel. Ja. Ja. Vernommen. Hast du es angehört? Hast du zum Einschlafen ja, gehört? Genau. War auch ein bisschen lustig. Ja, aber auch nur ein bisschen. Auch da sind wir wieder beim Thema Hater. Also. Es war nicht jeder hat es so muss man aufgepasst. Halt, es ist ja auch eine Form von Kunst. Man muss ja auch verstehen, was dahinter steckt. Und manche Leute verstehen das halt falsch oder halt anders. Ja, deswegen, ist ja auch ihr gutes Recht. Ja, klar. Alles falsch zu verstehen und dann zu meckern. Will noch einer was Interessantes beisteuern? Ich möchte interessant beisteuern, dass ich gleich noch woanders hin muss. Deswegen werde ich mich so langsam verabschieden. Wo gehst du hin? Ich treffe noch ein paar Leute. Beruflich oder privat? Ja, beruflich. Ja, okay, ich dachte schon gerade, du hast ein Privatleben. Nee, gar nicht. Ja. Ich schlafe auch nicht mehr. Ich habe seit 3 Tagen vielleicht so 3-4 Stunden die Nacht geschlafen. Reicht du kannst doch. Ja auch ein bisschen was schneiden. Und, warum schlafen? Ja, warum sollte ich schlafen? Hab die Stunde gesehen, also siehst du jetzt irgendwas? Du musst was sagen? Ach so. Du hast dir Spaß mit anderen in den Händen, dass du während des Schlafens einfach so Cut, Copy, Paste. Ey, manche Videos, die ich gelesen habe, die scheinen so entstanden zu sein. Und die Katze läuft noch ein bisschen über die Tastatur. Was habe ich denn gesehen? Ich habe mir bei Ubisoft South Park angeguckt. Und da musste ich schon sehr lachen. Das habe ich von allen gehört. Der Eden hat es nicht verpasst. Ich konnte es nicht spielen, aber ich konnte es mir angucken. Und es war wirklich fabulös, möchte ich sagen. Mein Gott, das muss ich sehen. Dann Titanfall muss ich sehen. Die Oculus Rift muss ich noch sehen. Also die HD-Version. Ja, ich hoffe mal nach der letzten LG-Show, dass ich mir Titanfall noch reinziehen kann. Der Schröcker hat mir noch seinen Fastpass dann vermacht, bevor er verdampft ist. Oh ja. Stimmt, der hat ist auch, ja schon wieder los. Ne? Das muss man kurz mal sagen. Der Schröcker ist ja Ultra Modern Warfare-Fan. Du weißt das, weil wir da gleich reden wir gleich vielleicht auch nochmal drüber. Und der hat gesagt, das könnte ihn eventuell von Modern Warfare weglocken. Was wirklich ein enormes Lob ist für Titanfall. Ja. Er meint, es hat dieses Fast Pacing. Vielleicht auch nur, weil er den Fastpass hat. Hat das wahrscheinlich irgendwie durcheinander gebracht. und er meint, es geht ganz schnell. Du kommst halt vom einen, da gehst du in den Mac und dann ballerst du rum. Dann bist du aber auch schnell wieder draußen und geht's weiter. Und Modern Warfare ist halt sau schnell im Vergleich mit Battlefield. Das gefällt ihm. Und ich glaube, dass das dann auch so ist. Ich bin sehr gespannt. So, wollte ich nur sagen. Du willst dich verabschieden? Ich verabschiede mich fürs Erste. Ich wünsche dir alles Gute. Danke für den weiteren Lebensweg. Noch. Wir sehen uns auch nie wieder. Du kommst morgen wahrscheinlich wieder vorbei. Wahrscheinlich. Wie jeden Tag. Ich sehe dich jeden Tag irgendwo. Auch ist krass, obwohl hier so viele Leute rumlaufen, sieht man manche Leute wirklich ständig. Ja. Und das ist ja reiner Zufall, weil man ja wirklich irgendwie aufeinander sich einfach nur überkreuzt. Gerade bei euch, ey. Also wer hat schon das Glück und sieht euch mal, weil ihr dauernd das hin und her huscht. Wer hat schon das Glück? Ja, Glück. Aber ihr seid ja wirklich sehr beschäftigt, weil ihr so viele Termine habt. Und dann gerade, dass ich dich dauernd treffe, ich treffe auch, wen treffe ich denn noch dauernd? Etienne? Ja. Etienne kommt heute schon obwohl wieder an. Obwohl er seinen Geheimgang hat. Dich habe ich ja gestern schon gesehen. Sein Geheimgang. Hat er dir auch schon von dem Geheimgang erzählt? Ich bin mitgegangen durch den Geheimgang. Ah, ich kenne ihn. Den gibt es also. Den weil er erzählt es. Nämlich immer davon, aber er hat ihn noch nicht gezeigt. Okay, also er ich benutzt auch ihn davon gehört. Ich darf ihn auch nicht verraten. Er hat gesagt, ich darf ihn auf gar keinen Fall verraten. Etienne munkelt, es gibt einen Geheimgang,
der direkt zum Pressebereich führt, wo keine Leute sind, was super ist, weil man dann eben wirklich straight durch kann. Und man hat ja nie Zeit zwischen den Terminen. Man muss ja immer in 10 Minuten schnell irgendwie einen Kilometer. Ich hatte einen Tunnel gegraben. Ja, ja hat er. Ja, ich hab's erwarten. Wenn du die ganzen Süßigkeiten irgendwie an die Wand schmieren würdest, würden sich die Nerds da durchfressen. Und dann kannst du eventuell kannst du damit so einen 100-Meter-Tunnel graben mit dem Zeug, was wir hier haben. Das war jetzt sehr gemein. Zusammen, aber man kann es nicht zurücknehmen. Zusammen mit dem Familienoberhauptvogel. Ja, der Familienoberhauptvogel. Das macht es aber nicht besser, dass du es nicht zurücknehmen kannst. Vielleicht, wenn ich es nochmal erwähne, dass ich es nicht zurücknehmen kann. Er wollte es zurücknehmen, na gut. Ja, ja, dann ist es nicht so schlimm. Ja, da regen sich eh nur die besonders dicken, schokosüchtigen Nerds auf. Wieso? Ich sag doch, davon gibt es doch eigentlich gar keine mehr. Ihr wollt einen Hater, du hast doch schon welche. Ich bestätige die Theorie nochmal, hinter der Kamera ist Simon nett. Also irgendwo ist gerade ganz wütende Mails werden geschrieben bei schokogamer.de. Ich sehe schon die ganzen Leute, Simon, du Schwein. Aber zwischen den Sätzen muss schnell noch irgendwie so ein Zuckerwürfel eingeworfen werden. Ja. Mann, ich wollte eigentlich sagen, die Leute gibt es ja gar nicht mehr, diese Klischee. Also wenn ihr Simon sucht, der ist meistens an diesen Salatständen und ernährt sich total gesund. Das tut er. Ja. Was soll ich machen? Tut mir leid, ich esse halt keine Süßigkeit mehr. Okay. Ich würde sie ja gerne essen. Das ist ja nicht so, ich beneide euch alle. Aber gehst du noch hier so ja, gehst du denn noch hier so experimentell essen? So wie auf der Reeperbahn, da gab es doch hier so der Chinese neben der Esso-Tankstelle. Ja, du meinst mal, da ist der Ian. Mann war. Komm wenigstens. Das ist jetzt Schleichwerbung irgendwie. Sag nur mal Mann war. Übergang, ich gehe und Ian kommt. Oh, das wollte ich aber nicht, aber du wolltest ja eh gehen. Okay. Ich muss auch gehen. Ihr habt eben kurz Ians Schulter gesehen, das war Ian. Und das war Ian. Er kam rein, direkt in dem Moment, als über das Mann war geredet wurde. Und hat es direkt auch gesagt. Also meinte einfach nur, kam rein, Mann war. Wie so ein Radar, ein Restaurantradar. Ja, ich wollte schon seit 10 Minuten gehen. Es war schön, komm wieder. Komm gerne wieder. Ja. Morgen ist dann auch der Buddy wieder hier, der kann das anders. Der kann das anders. Ja. Was auch immer das heißt. Ja, was auch immer viel das Spaß heißt. Noch. Stand im Zeugnis, oder? Budi ist anders. Budi kann das irgendwie anders. Ja. So, jetzt so, sind wir noch. Ich wollte kurz, weil ich es vorhin angerissen habe, wir kommen auch gleich noch zu dir. Ja, von mir aus. Der Aufkleber ist abgefallen. Ich weiß, aber langsam hat sich aufgelöst. Ja. Aber die Stirn meine ich nicht, der Aufkleber. Der Aufkleber ist in die Stirn gesunken. So hat sich vereint. Ja, darauf hatte ich gewartet. Darauf hast du gewartet, dass eigentlich der Doktor sagt, wie ist das denn passiert? Das geht nicht mehr weg. The fuck? Genau, das ist so. Gewebe, kein Aufkleber mehr. Ich wollte dich kurz erzählen lassen, warum du Schröckert kennst, so jetzt im Besonderen, du kennst und seine Liebe zu Modern Warfare, was daran liegt, dass ich dir was gegeben habe, was wir versucht haben, bei Arte oder so unterzubringen. Und du hattest da einen Kontakt und wir haben gehofft, dass da irgendwie was läuft. Ist am Ende aber leider nicht so weit. Es kam zwar was Nettes zurück, aber es war nicht so, dass sie es jetzt gesagt haben, okay, wir senden es genau so. Hier sind $100,000, weil der Kurs damals besser war als für euch. Okay, alles klar. Ihr kennt das aber, das Video, was wir dir geschickt haben damals. Und zwar ist es Schröckerts tränenreiches Modern Warfare Doku Video. Der Witz an der Sache ist, es hat auch tatsächlich wirklich gut gefallen. Das ist oft so beim Fernsehen, dass man, meistens schickt man nur Konzepte hin und denkt sich, Mensch, lass uns da was draus machen. Ja. Und dann sagen die, weiß nicht. Lass mal in einem Jahr wieder reden. Und dann redet man in einem Jahr und dann, ach, dieses Jahr schlecht. Ja. Dann wird eigentlich nie was draus. Und in dem Fall war es halt das Schöne, ihr hattet es fertig produziert. Es ist auch, wie ich finde, ein super Film draus geworden. Fanden die Kollegen bei Arte auch. Haben sie aber trotzdem nicht durchringen können, das Thema Games bei sich unterzubringen. Es ist halt wirklich das Problem, dass man zwar sagen kann, gerade Arte als deutsch-französische Kooperation, Games sind in Frankreich, gehören zum Kulturbegriff. Ja. Beim Kultursender müsste man ja denken, ist das leicht unterzubringen. Ist aber nicht so, weil man einfach sagen kann, die Zuschauer dort sind halt, keine Ahnung was, Ende 30 im Durchschnitt mindestens. Ja. Und dementsprechend ist das nicht so unbedingt ein Thema für die. Und das hält die davon ab, darüber zu berichten. Die Frage ist ja nur, wie soll man denn daran was ändern, wenn man das nicht tut? Das ist das alte Problem eigentlich, ja. Hat man mit allem eigentlich. Also, richtig. Und das ist halt das Schade daran, wo man tatsächlich sagen kann, dass die Redakteure sagen, sie finden das super, sie würden es gerne unterbringen und das passiert dann letzten Endes doch nicht. Ja, aber wir haben es versucht und du hast dabei geholfen, deswegen danke ich dir nochmal. Daniel hat auch echt gehofft, dass es was wird. Viele Leute haben auch reingeschrieben, mach das doch mal in irgendwie 1 Festival, 1 Plus, irgendwas. Das sind natürlich alles Sachen, wo wir es gerne gesendet hätten, unsere Doku über Schröckert, den Modern Warfare-Süchtigen.
Aber ja, es ist halt nicht dazu gekommen. Es ist nicht so einfach, wie man immer denkt. Es ist nicht so, als ob die Leute nur darauf warten, bei den Sendern irgendwas aufzukaufen, irgendwie das neue Gesicht zu entdecken. Das, so ist es nicht. Und das ist tatsächlich erst so, dass man sagen kann, jetzt langsam wachsen die Leute nach, weil generell in den Redaktionen sitzen halt meistens Leute, die etwas älter sind. Langsam sterben die anderen Leute aus, meinst du? Ja? Ich wollte es nicht so negativ formulieren. Man muss es aber wirklich sagen. So sagen. Also, langsam gibt es Leute, die verstehen, worüber man da eigentlich berichten will und sagen, also ich habe auch anfangs, als ich angefangen habe, in die Richtung irgendwie mal sowas zu versuchen, hatte ich auch ganz oft die Antwort, naja gut, aber es ist doch langweilig, jetzt irgendjemand beim Spielen zuzugucken. Ja, das ist auch vielleicht ein bisschen stark runtergebrochen. Ja. Ich hatte ja nie vor, ein Let's Play jetzt irgendwie Arte vorzuschlagen, dass die 10 Stunden lang zeigen, wie man dann Bioshock durchspielt. Aber die Frage ist doch, warum das nicht mal passiert. Die fahren, ne? Ja, es gibt Programme, was schlechter ist als ein gutes Let's Play, natürlich. Also würde ich jetzt sagen. Und auch auf Arte. Also. Ja, definitiv. Aber die sind noch nicht so weit einfach. Es ist ein anderes Mindset, ne? Denkstruktur, die einfach noch im alten Fernsehmodus ist. Es entwickelt sich langsam in die Richtung. Ich habe irgendwann, das war eine Tschernobyl-Reportage und da haben sie tatsächlich mit Stalker angefangen. Ah, ja gut, der passt halt auch. Sie haben es zwar Stalker genannt, was ich nicht so cool fand. Stalker. Aber sie haben immerhin Ingame-Material genommen und irgendwie so, das ist auch irgendwie Kultur geworden. Jetzt fahren da Leute hin, urlaubsmäßig und schauen, dass es sich so... Deswegen, sie hatten keine Bilder wahrscheinlich. Genau, ich hätte gedacht, die konnten es sich nicht leisten, dorthin zu fahren, Strahlenschutzanzüge und so weiter. Und dann haben sie, ja, spiel mal ein bisschen dahin. Ist ja genau, und jetzt könnt ihr direkt in den Reaktor reingucken. Ja, genau. Wenn ihr es gut gemacht habt, werdet ihr mit einem Goldregen. Und es sitzen Komisch Leute am Lagerfeuer so. Und die Mutanten von genau. Gitarre. Das habe ich damals eingespielt, übrigens, den ersten Teil. Erinnere ich mich gerade. Das haben wir zusammen gemacht. Wollte ich aber gerade sagen. Genau, den haben wir Ben zusammen gemacht. Weil ich weiß auch, wir haben am Anfang immer viel zu viel eingespielt. Das war dieser riesige Stunden. Ich habe tatsächlich eine Nacht durchlaufen lassen, einfach nur um den Tag-Nacht-Wechsel klar zu machen. Dieser Zeitraffer, irgendwie so mehrere Stunden drauf, die dann auf 20 Sekunden runterkomprimiert wurden. Wo dann die Kollegen von der Technik immer gesagt haben, ja, nee, ist klar, alle Festplatten voll. Ja, und die haben das nie verstanden, wie oft ich mit einem Cutter Streit hatte, weil da so viel Material, das wird ja eingelesen und es dauert Zeit und alles ist sehr anstrengend. Und also für die Leute, die Techniker, die es machen müssen, ja, weil die sich drum kümmern müssen. Hallo, wir sagen einfach mal, der geht die Tür auf, fünf Leute stehen noch, da. Komm noch rein. Hallo. Ihr könnt natürlich jederzeit reinkommen. Ja. Du musst auch gleich zur Regie. Und ja, und wir haben natürlich immer dann versucht, so Zeitrafferaufnahmen, das sieht immer geil aus. Und sobald dann einmal nur die Maus bewegt wurde, war es schon vorbei. Und ach, also dann war direkt der ganze Kram im Weg. Und wir haben es dann aber ganz so ein cooler Beitrag geworden. Gemacht. Ja, dilettantisch, aber ich finde, die Ergebnisse sind halt immer cool. Für einen damaligen Beitrag ist der völlig in Ordnung. Also ich fand ihn auch nicht schlecht. Aber wir haben damals Beiträge auch anders gemacht noch als heute. Heute wäre es irgendwie, würden wir uns 3 Gags überlegen und alles dann drumherum machen. Und diese aufwendigen Schnitte machen wir dann eh so. Also dieses, weißt du, sowas wie Timelapse nimmt man eh auf. Wenn es irgendwas ist mit einem Tag-Nacht-Zyklus, ist das auf jeden Fall gesetzt. Heute kostet das ja auch nicht mehr so viel, dann das alles durchlaufen zu lassen. Der Speicherplatz ist günstiger geworden. Wir haben früher noch mit Kassetten gearbeitet. Ja, wir haben vor allem jetzt auch keine... Da saß jemand und hat diese ganzen Aufnahmen dann einspielen dürfen. Das sind dann ja genau richtig viele Sachen. Und sagen, für den Cutter von hier bis hier, den Teil würden wir ganz gerne schneiden. Also da hat sich einiges geändert in letzter Zeit. Ja, stimmt. Ja, man hat jetzt heute Serverräume, wo man einfach alles draufspielt, endlos, ja. Wo du mehrere Let's Plays problemlos einfach runterbringen kannst. Ich warte gebannt auf den Tag, wenn Let's Plays auf Arte laufen. Das ist jetzt meine Hoffnung, Arte dass Games. Es irgendwann kommt. Arte Games, die besten Let's Plays. Arte von Games. Philosophen, Wissenschaftlern und was gibt's noch? Wer könnte noch gut für Arte Let's Plays? Feuilletonisten kommentiert. Feuilletonisten, das ist auch, das gibt's. Hallo. Wäre das mal Versuch wert? Wir müssen uns so einen Feuilletonisten eigentlich mal einfach suchen, der dann ein Let's Play kommentiert. Ja, so einen wie Broder oder so, irgendeinen, der schon einen Platz hat in der Medienlandschaft und dem machen wir einfach Games schmackhaft. So muss man es nämlich sehen. So ihr seid live dabei bei der Geburt einer richtig guten Idee. Die Feuilletonisten lassen grüßen. Der Köder muss den Fisch schmecken. Ja, so da kommt der Philosoph durch. Nein. Nee, das habe ich bei DWDL irgendwo mal gelesen. Das ist ja auch Philosoph. Ich muss jetzt leider wieder arbeiten. Wir müssen weg, weil da stehen schon andere Leute und die brauchen Platz. Ja, ihr könnt eigentlich auch schon... hier, guck mal, wir werden sogar gefilmt. Ihr könnt noch nicht reinkommen. Liebe Zuschauer, wir haben nicht genug Platz, leider. Ich hoffe, ihr seid noch zahlreich da, obwohl Simon gerade hier ist. Möglicherweise sind viele abgesprungen. Ist gemein. Gleich mit der Gehässigkeit starten. Nee, aber du hast recht. Ich war sehr gemein heute. Warst du? Und hab direkt alle beleidigt. Ja. Echt? Ich habe suggeriert, dass...
dass man mit ein paar Schokoriegeln, weil die alle so dickliche Gamer sind, dass man so Tunnel fräsen kann. Nur weil du immer jetzt Salat isst seit 2 Wochen, irgendwie musst du noch lange nicht... Ich habe dir doch gerade erklärt, warum ich mich nicht gerade beliebt gemacht habe. Musst du jetzt noch da reinhauen. Ja, so. Exakt. Erklär nochmal genauer. Paul, es war mir eine große Freude. Ja. Wir sehen uns ja jetzt erstmal nicht wieder. Genau. Es geht zurück zu LG. Ja, genau. Simon geht jetzt wieder in Halle 6.1 und macht wieder auf der LG-Bühne Action. Ich würde sagen, ich mache auch Platz hier. Wir sehen uns wieder in Hamburg. Genau. Vielen Dank. Oder bist du bis Sonntag noch da? Ich bin Samstag noch auf dem Videoday. Seid ihr da auch? Nee, weiß ich nicht. Nee, leider nicht. Wahrscheinlich nicht. Ich aber. Na gut. Okay. Also, einen großen digitalen Applaus und vielleicht auch hier aus dem Studio für Simon Kretschmer und Paul Krüsel. Dankeschön, dass ihr da seid. Deine Gäste kommen rein, dürfen erstmal klatschen. Das ist total bescheuert. Ihr seid die Geilsten. Und ich freue mich wirklich sehr, nicht nur, dass ihr geht. Entschuldigung, da habe ich freudscher Versprecher. Wir haben nämlich jetzt extrem interessante Gäste dabei und es sind gleich 2 Fraktionen. Zum einen haben wir Manu Spielt am Start und ich freue mich wirklich sehr. Wir wollten schon Ewigkeiten mal Podcasts machen. Insert Moin, großartiger Podcast, der wirklich morgens, immer 5 Uhr morgens, wann produzierst du den? Nachts um 3. Ich sagte sehr früh am Tag. Und Manu ist wirklich ein großartiger Podcaster und holt sich ganz viele Redakteure. Sehr charmant. Der wird gleich am Start sein. Vorher allerdings würde ich ganz gerne neue Kollegen von Joyce, von dem neuen Social Media TV-Sender begrüßen. Bin ich sehr gespannt. Alles gleichzeitig. Und vielleicht lernen sie ja sogar was, ne? Weil wir machen ja auch sowas Internet hier. Wir machen das tatsächlich komplett live. Das heißt, dein Mikrofon muss ab und dann richten wir das aus. Machen wir so, ne? Das heißt, ihr könnt euch jetzt mal kurz eine Cola holen. Aber ich mache trotzdem Musik an und die Mikros mache ich mal runter. So machen wir eine neue GoPro, ach, die ist von euch, gell? Können wir die haben? Unsere ist kaputt gegangen. Das war so schön, eine kleine GoPro hier zu senden, das war toll. Ist kaputt? So, okay. Ich weiß nicht, wo die ist, hat die eine von den Gästen geklaut? Hat ein Gast geklaut oder was? Ja, nee, ein Alarm. Alarm. Ich glaube, also ihr seht es jetzt gerade nicht, aber die Joyce-Leute, die gucken gerade schon so ein bisschen, was geht denn hier ab? Uns wurde gesagt, das ist ein Studio und professionelles Moderatoren. Ja, muss reichen. Alles. Ich hab den Leuten gesagt, erwartet das Schlimmste, dann wird es nur noch ein bisschen schlimmer. Ja. Okay. So, liebe Leute, wir lassen jetzt Musik abfahren. Ganz kurz, ihr werdet nochmal dieses tolle Signal hier draußen sehen. Ja? Und in wirklich 2 Minuten sind wir am Start für euch. Bleibt dran. Ihr könnt jetzt schon Fragen stellen an @MTVGameOn und @TheRocketBeans. Und Simon spielt wieder Bildmischer. Gleich stürzt ab. Gleich ist kaputt. Ja, ich bin jetzt studierter Bildmischer. Kann mich direkt irgendwo bei RTL bewerben. So. Oh Gott. So, okay. Michael, kannst du Ton-Action machen? Dankeschön. Ton-Action.